Gut, dann ja, sage ich mal herzlich willkommen nach diesem kurzen Intro. Vielen Dank für das Interesse, ob Sie jetzt live dabei sind oder ob Sie sich den Stream im Nachhinein anschauen. Ich stelle mich vielleicht ganz kurz vor. Mein Name ist Miriam Reis. Ich bin hier im IHS in der Forschungsgruppe Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik tätig und ich darf hier heute durch diese spannende Veranstaltung führen, durch dieses Webinar. Vielleicht ganz kurz zum Organisatorischen. Wir möchten darauf hinweisen, dass das Webinar aufgezeichnet wird und im Nachhinein auf der Homepage des IHS und auch auf den von uns genutzten Videoportalen wie zum Beispiel YouTube veröffentlicht wird. Und außerdem kann der Vortrag auch nachher unter dem Einladungslink, den Sie vielleicht bekommen haben, als Aufzeichnung abgerufen werden. Den Link zur Datenschutzerklärung finden Sie in der Q&A-Section. Und der Ablauf ist folgendermaßen: Unsere beiden Vortragenden werden eben heute ihre jeweiligen Vorträge halten. Sollte es direkte Verständnisfragen geben zu den Vorträgen, dann werden wir die direkt nach den Vorträgen auch behandeln. Ansonsten werden wir die Diskussion nach den beiden Vorträgen führen. Also wir werden die Fragen, die Sie in die Q&A-Section schreiben können, sammeln und zusammenfassen und im Nachhinein dann die Diskussion führen. Falls Sie eine Frage haben, die nur den Vortragenden gelten und nicht vorgelesen werden sollen, dann lassen Sie uns das bitte wissen. Und wenn Sie eingeloggt sein sollten in Teams mit Ihrem Account und die Frage aber trotzdem anonym stellen wollen, dann klicken Sie beim Fragestellen bitte auf Anonym posten. Gut, soweit zum Organisatorischen. Nun zum eigentlich spannenden Teil. Das Webinar heute ist Teil einer Reihe namens Leben mit Corona, die wir am IHS in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung veranstalten. Da gab es zum Start letztes Jahr ein dreitägiges Symposium im Sommer unter dem Titel Leben mit Corona und seither mehrere einzelne Webinare zu unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen Themen im Kontext der Pandemie. Da haben wir zum Beispiel ein Webinar gehabt zur Betroffenheit von Frauen in der Pandemie, eines zu Schulschließungen oder beispielsweise auch zur Problematik der Datenverfügbarkeit, die insbesondere den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ja sehr bekannt ist. Heute haben wir ein Thema in unserem Webinar, von dem wir vielleicht vor ein paar Monaten noch gehofft haben, dass es uns jetzt im Herbst nicht mehr in dem Ausmaß beschäftigen würde, tut es aber nach wie vor, nämlich das Impfen. Und es ist ja gerade hier in Österreich, wo wir ein bisschen hinterherhinken mit der Durchimpfungsrate, nach wie vor ein hochaktuelles und auch hochkontroverses Thema. Und wir freuen uns, dass wir da heute zwei großartige Vortragende gewinnen konnten, die sich intensiv mit diesem Thema bereits auseinandergesetzt haben. Den ersten Vortrag heute wird die Frau Dr. Katharina Theresa Paul halten. Sie ist als Elise Richter Research Fellow am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien tätig und hat für ihre Forschung zum Thema Impfpolitik auch heuer den renommierten Startpreis des FWF für Nachwuchsforschung erhalten. Gratulation dazu, so ganz nebenbei. Und ihr Vortrag heute beschäftigt sich mit dem Thema des Impfens als Politikfeld aus einem sozialwissenschaftlichen und demokratiepolitischen Blickwinkel. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, Frau Dr. Paul. Und ja, wir freuen uns auf den Vortrag. Bitte. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute ein bisschen erzählen zu können aus meiner Forschung. Es ist auch ganz aktuell für mich, da ich gerade aus einer zweifachen Quarantäne wieder aufgetaucht bin mit meinem Schulkind. Insofern es ist es aktueller als jemals zuvor für mich und sehr nah dran an mir. Ich spreche heute als Politologin und möchte ein bisschen skizzieren, was Impfen eigentlich so politisch macht, was die sozusagen die Merkmale sind dieses Politikfelds, welche Konfliktpotenziale sich hier ergeben. Und dann werde ich berichten aus zwei Studien, zu denen ich beitragen konnte, jetzt in den letzten anderthalb Jahren während der Covid-19-Pandemie. Ich beginne, wenn Sie bitte weiterklicken könnten. Also, was sind die Bedingungen, mit denen wir zu tun haben in der Impfpolitik? Zum einen ist Impfen natürlich ein sehr steuerungsintensives Politikfeld. Das heißt, hier kommen sehr viele Akteure zusammen: der Staat, öffentliche Behörden, aber auch Wissenschaft und Forschung, natürlich auch private Akteure wie die pharmazeutische Industrie, die ja in der Impfentwicklung eine sehr starke Rolle spielt, aber natürlich auch die Öffentlichkeit, also jene, die zu impfen sind.
Und diese in der Politikwissenschaft bezeichnet das ja als Governance, wenn so viele verschiedene Akteure zusammenkommen und mehr oder weniger formale, aber auch informelle Praktiken haben, um zu koordinieren, um sozusagen ein Politikfeld zu bestimmen und mitzuformen. Impfpolitik ist aber auch multidimensional. Das heißt, es geht hier nicht nur darum, um Impfskepsis zu bekämpfen oder Impfbereitschaft zu fördern, sondern es geht hier auch um soziale Ungleichheiten im Sinne der Public Health. Impfen steht hier also auch für die Qualität des Primärversorgungssystems an sich. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass die Durchimpfungsrate bei Grundimmunisierung bei Kindern relativ niedrig ist, dann würde das auch etwas aussagen über das Primärversorgungssystem in einer Region oder in einem Land an sich. Das heißt, es gibt hier sozusagen, spielt hier sehr viel mehr mit als nur Impfen an sich. Und zum Schluss hat natürlich Impfen auch sehr viel mit Werten zu tun. Ich glaube, viele von uns, die meisten von uns werden sich einig sein, dass Impfen wertvoll ist, aber nicht jede Wertevorstellung ist hier sozusagen quantifizierbar. Natürlich kann man von ökonomischem Wert sprechen, also Impfen ist gesamtgesellschaftlich wichtig, ökonomisch gesehen. Es ist aber auch für Eltern manchmal ökonomisch wichtig, weil sie das Kind von der Krankheit schützen können und dann in die Arbeit gehen können. Aber Impfen hat natürlich auch moralischen Wert, ethischen Wert, persönlichen Wert manchmal. Und diese Wertevorstellungen lassen sich gar nicht so leicht ausdrücken und lassen sich vor allem nicht in diesen Metriken ausdrücken, die eigentlich sehr dominant sind in diesem Politikfeld, wie Durchimpfungsraten oder Sterberaten oder Hospitalisierungsraten oder die Anzahl der Menschenleben, die sozusagen gerettet werden durch eine Impfung. Das heißt, hier ist sozusagen noch ein bisschen ein Konfliktherd, wo es um verschiedene Wertevorstellungen geht. Und das sind wir auch sozusagen in anderen Ländern. Gesundheit ist an sich auch schon ein umkämpfter Begriff. Und das sehen wir auch historisch in der Entwicklung der Gesundheitspolitik, nicht nur beim Impfen natürlich. Zum Beispiel auch meine Kollegin Ingrid Metzler forscht zu Reproduktionstechnologien. Auch hier sehen wir ganz unterschiedliche Begriffe von Gesundheit oder wie man sich gesund halten soll. Im Fall Impfen natürlich gibt es auch so Begriffe wie Immunität und Immunisierung oder natürliche Immunität, die da mitspielen in verschiedenen Diskursen zu Impfen an sich. Impfpolitik wird auch oft als moralisierend wahrgenommen. Mir geht es um eigentlich ganz grundlegende Fragen, nämlich wie weit soll der Staat oder wie weit darf der Staat auch in persönliche Entscheidungen eingreifen? Und inwiefern haben diese persönlichen Entscheidungen eigentlich mit öffentlicher Gesundheit zu tun? Also wo ist sozusagen da die Trennlinie und wer gehört überhaupt zu dieser Öffentlichkeit? Und hier haben wir natürlich auch gesehen, dass Öffentlichkeit sehr stark in nationalen Grenzen auch definiert wurde in den letzten 1,5 Jahren während der Pandemie. Für mich steht also Impfen nicht nur für Impfen an sich, sondern stellvertretend für breitere Fragen, die gesellschaftlich relevant sind, nämlich was ist eigentlich, wie sozusagen in was für einer Gesellschaft möchten wir leben, wie leben wir zusammen und was ist eigentlich Good Governance oder Good Enough Governance für uns, also welches Zusammenspiel der verschiedenen Akteure wünschen wir uns und wie kann man das Vertrauen in diese Governance eigentlich auch sichern. Das Politikfeld Impfen ist so ein bisschen hin und her gerissen zwischen einerseits Impfen fördern und Impfen fordern. Fordern im Sinne einer Impfpflicht. Ich komme später nochmal kurz darauf zurück. Was hat man in den letzten 1,5 Jahren getan? Ich zeige hier ein Bild von einer sogenannten Gurgelbox. Für die, die das nicht kennen, das ist ein Container, wo man täglich, wenn man möchte, aber jedenfalls regelmäßig einen PCR-Test machen kann, einen Covid-19-PCR-Test machen kann. Diese Gurgelbox ist ganz in der Nähe von meinem Zuhause und war vor einem Jahr, war sie noch eine Schnupfenbox, da konnte man einen Antigentest machen. Dann wurde sie zu einer Impfbox und jetzt ist sie eine Gurgelbox. Und meine Vorstellung wäre, dass man eigentlich diese Angebote in einem haben könnte. Also nach wie vor sozusagen einen kurzfristigen Test, einen PCR-Test, aber die Impfung weiterhin anbieten könnte in diesem Container. Das verstehe ich unter Angeboterweiterung. Und diese Angebote müssen natürlich auch erreichbar sein für verschiedene Zielgruppen. Das heißt, sie müssen im Alltag erreichbar sein, sie müssen in den Arbeitsweg reinpassen. Und sowas wurde zum Beispiel erreicht mit diesem Container, mit diesen Boxen, die aufgestellt wurden in der Stadt Wien jetzt in diesem Fall. Was ist noch wichtig, um Impfen zu fördern? Natürlich zielgruppengerechte Kommunikation. Vieles im Politikfeld Impfen ist eher top-down kommuniziert, wird viel von Expertinnen und Experten, also formalen Expertinnen und Experten kommuniziert, also sehr oft natürlich Ärzten und Ärztinnen, Virologinnen, die sozusagen im weißen Kittel da stehen und damit nicht immer bestimmte Zielgruppen gut erreichen können. Und ich glaube, hier ist einiges getan worden in der vergangenen Zeit, aber sicher noch etwas Aufholbedarf.
Viel besprochen sind auch Incentives. Also macht es Sinn, sozusagen Menschen zum Beispiel bei einer Lotterie teilnehmen zu lassen, um sie zum Impfen zu bewegen? Oder soll man ihnen einen bestimmten Geldbetrag zahlen, um sie zum Impfen zu motivieren? Kurzfristig mag das eine Wirkung haben. Das heißt, wir bringen so wahrscheinlich eine gewisse Anzahl von Menschen dazu, sich impfen zu lassen gegen Covid-19 jetzt in diesem Fall. Aber langfristig könnte das natürlich auch Nebenwirkungen haben im Sinn von, was dann die Erwartungen sind an Impfungen, ob Menschen zu einer zweiten und dritten Impfung kommen, wenn sie nicht dafür bezahlt werden. Darf ich so kurz inzwischen fragen, ob die Audioqualität okay ist, weil das ist ein bisschen viel Geräusch im Hintergrund, wenn Sie mir kurz ein Zeichen geben könnten. Man versteht sie gut. Okay, gut. Genau, also langfristig könnten aber diese Incentives auch eine eher negative Wirkung haben auf das Impfkonzept. Also das wäre jetzt meine Einschätzung, darüber können wir später noch sprechen. Und zuletzt auch, wo glaube ich auch Potenzial ist, um Vertrauen zu fördern, ist sicher sichtbar zu machen, wie Impfungen reguliert werden, wie sie geprüft werden, wie sie zugelassen werden und da auch Transparenz zuzulassen über diese Prozesse, über diese regulatorischen Prozesse, diese wissenschaftlichen Prozesse, nicht zuletzt auch die Unsicherheit, die da manchmal mitspielt. Also die Idee, dass eine Impfung hundertprozentig wirksam ist, ist ja keine reale Idee, das ist natürlich beschränkt so. Und das ist zum Beispiel ein Kommunikationsdefizit, das wir schon erleben, dass sozusagen große Enttäuschung herrscht, wenn jemand trotz einer doppelten Immunisierung jetzt erkrankt mit leichten Symptomen. Also hier zum Beispiel ist das Thema Unsicherheit für mich auch ein wichtiges, dass man nicht sozusagen diese absolute Sicherheit verspricht bei einer Impfung, aber trotzdem Vertrauen schaffen kann. Ich komme jetzt zu zwei Forschungsprojekten, denen ich kurz erzählen möchte, zu Einstellungen zu impfen. Nämlich, das sind zwei Forschungsprojekte, eine Interviewstudie, genau, natürlich im spezifischen Fall Österreich, denn Professorin Steinert wird später eher vergleichend etwas besprechen. Ich bespreche kurz etwas zu Österreich. Es sind hier zwei Studien, aus denen ich kurz was erzähle. Zuerst aber zum Impfsystem in Österreich vielleicht an sich. Die Impfbereitschaft in Österreich, wie schon öfter berichtet, natürlich in letzter Zeit, ist geringer als in anderen Ländern und ist eher so im unteren Drittel im europäischen Vergleich. Bitte. Ist eher im unteren Drittel der EU zu sehen. Und das sehen wir vor allem bei der Impfung gegen Masern, aber auch gegen die Impfung gegen Influenza. Und das war schon vor Corona so, also dass ein bisschen eine geringe Impfbereitschaft in Österreich ist. Was ganz spannend ist, ist, dass diese geringere Impfbereitschaft auch einhergeht mit geringerer Unterstützung für zentrale politische Steuerung. Das heißt, jene Menschen, die also in dieser Umfrage im Eurobarometer angeben, dass sie weniger impfbereit sind, die geben auch an, dass sie politische Steuerung, also staatliche Steuerung, für nicht sehr wichtig halten. Das heißt, hier Vertrauen in das politische System könnte zusammenhängen mit Vertrauen in Impfungen an sich. Das heißt, das spricht ein bisschen, weist ein bisschen darauf hin, auf diese These, die ich vorhin ein bisschen in den Raum gestellt habe, dass Vertrauen mit Impfen auch einhergeht und Impfbereitschaft auch für breitere gesellschaftliche Fragen stehen könnte. Was wichtig ist, Impfen ist natürlich auch immer in einem System zu verstehen. Impfen ist ein nationales Politikfeld, in Österreich noch dazu vom Föderalismus geprägt, von einer dezentralen Organisation und bis vor kurzem auch von einer eher geringeren Digitalisierung im Vergleich zu skandinavischen Gesundheitssystemen oder auch dem israelischen Gesundheitssystem. Natürlich haben wir inzwischen den elektronischen Impfpass zu einem Teil eingeführt in Österreich. Auch gibt es jetzt vermehrt diese Dashboards, die viel zitierten Dashboards. Zu einem Teil könnte man diese Dashboards auch verstehen, also wo jetzt sozusagen Zahlen präsentiert werden, wie viele Impfungen verabreicht worden sind in einem bestimmten Zeitraum. Zum Teil verstehe ich diese Dashboards auch demokratiepolitisch als Instrumente, um Transparenz zu fördern, um in gewisser Weise auch Behörden zur Rechenschaft zu ziehen, was eigentlich gemacht wird im Impfsystem. Insofern ist das nicht nur sozusagen eine technokratische Übung, diese Dashboards, sondern auch ein demokratiepolitisches Instrument, so wie ich das verstehe. Gut. Ich komme dann zu den zwei Studien, und zwar die eine Studie heißt SOLPAN, Solidarität in Zeiten einer Pandemie,
wird geleitet durch Barbara Preinsack und Katharina Kieslich an der Uni Wien. Und hier handelt es sich um eine Interviewstudie in 9 europäischen Ländern, wo jetzt demnächst die 3. Interviewwelle anfängt. Und das zweite Projekt ist eine quantitative Umfrage, das Austrian Corona Panel Project, wird geleitet von Bernhard Kittel, Silvia Kritzing und Barbara Preinsack. Und bei beiden habe ich sozusagen punktuelle Beiträge liefern können, aus denen ich jetzt etwas erzählen möchte. Was beeinflusst Impfverhalten? Was wissen wir aus dieser Umfragestudie, aus der Corona Panel Project Studie? Ich habe es mal reduziert jetzt auf drei Faktoren, nämlich einerseits soziodemografisch wissen wir, dass Alter und Geschlecht eine Rolle spielt. Männer tendieren eher dazu, impfbereit zu sein. Also Männer sind eher impfbereit als Frauen und ältere Menschen sind eher impfbereit als jüngere Menschen. Politische Einstellungen beeinflussen auch das Impfverhalten. In dem Sinn, dass Menschen, die sehr rechte Parteien wählen, auch tendenziell weniger impfbereit sind. Also hier sehen wir auch einen Zusammenhang. Zuletzt, was auch interessant ist, ist, dass selbst jene Menschen, die objektiv von Risikofaktoren betroffen sind, also Vorerkrankungen haben, sind trotz dieser objektiven Faktoren, bleiben die sozusagen weniger impfbereit. Also diese Einstellungen sind sehr hartnäckig. Dieses Misstrauen in das System ist sehr hartnäckig, selbst bei Menschen, die Risikofaktoren haben. Das Paper, das ich unten zitiere, bezieht sich allerdings auf die zweite Studie, die ich jetzt kurz präsentiere, wo ich mit Bettina Zimmermann gemeinsam und anderen Kolleginnen an einer qualitativen Studie, aus einer qualitativen Interviewstudie zum Impfverhalten berichte. Hier sehen wir in dieser Solpan-Studie, dass Angst vor Nebenwirkungen ein wichtiger Faktor ist, der Impfverhalten beeinflusst. Das bestätigt zu einem Stück weit auch Ergebnisse aus früheren Studien vor der Pandemie vom Wellcome Trust und eben vom Eurobarometer, den ich bereits besprochen hatte. Vertrauen ist wichtig. Vertrauen in wen? Also Vertrauen in staatliche Behörden, dazu eben auch diese regulierenden Behörden, wissenschaftlichen Behörden, aber auch in Medien, gerade in öffentlichen Medien, in medizinisches Personal, also in Gesundheitsberufe. Aber auch soziale Kontakte machen einen Unterschied. Das heißt, die Menschen, mit denen ich über Impfen spreche, die werden ein Stück weit beeinflussen, mit sozusagen, wie ich mich zum Impfen entscheide. Das heißt, diese Kommunikation ist ein ganz wichtiger Aspekt, eigentlich jetzt gerade auch in der Pandemie. Es gibt Bedenken, bestehende und sozusagen hartnäckige Bedenken zur Impfentwicklung, also eine gewisse Skepsis gegenüber der pharmazeutischen Industrie. Oft hier die Vorstellung, dass die Impfung, die Covid-19-Impfung, zu schnell entwickelt wurde. Das ist eine recht hartnäckige Vorstellung, die wir erhoben haben, allerdings bevor die Impfung noch zugelassen war. Das war im Oktober 2020. Zuletzt, was auch noch in dieser Interviewstudie recht wichtig war, ist, dass Menschen recht idiosynkratisches oder subjektives Verständnis von Risiko haben. Das heißt, selbst wenn Menschen objektive Risikofaktoren haben, sehen sie sich selbst vielleicht nicht so sehr betroffen, da sie vielleicht zum Beispiel stark in ihr natürliches Immunsystem glauben oder die Covid-19 mit einer Grippeerkrankung oder auch mit einem grippalen Infekt gleichsetzen. Also hier diese Risikowahrnehmung ist etwas stark Subjektives und sozusagen ist nicht immer überlappend mit den objektiven Risikokriterien, die so stark kommuniziert wurden in der Covid-19-Pandemie. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Signal, auch an was die Risikokommunikation und die Gesundheitskommunikation betrifft. Jetzt komme ich zu einem kurzen Update. Ich glaube, allgemein zu sagen ist, dass in meiner Beobachtung war es am Anfang der Pandemie doch so, dass man stark, dass Entscheidungsträger recht stark gleich auf das Thema Impfskepsis gekommen sind und eigentlich recht negativ behaftet auf dieses Thema eingestiegen sind, also lange noch bevor es eine Impfung gab. Viel wichtiger ist es, und so sind sich Verhaltenswissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlerinnen einig, positiv zu sprechen von Impfbereitschaft und nicht nur von Impfskepsis. Eine kurze Dynamik hier. Sie sehen hier den rechtesten, ganz rechts ist das Neue, sind die neuesten Daten, die wirklich ganz frisch sind, von Ende September dieses Jahres. Was wir hier sehen, ist, dass eigentlich ganz hartnäckig eine Gruppe von Menschen bleibt, die deklariert nicht impfbereit sind. Das sind ja hier bei 17% und Sie sehen, das hat sich in den letzten 4 Wellen ziemlich stabil gehalten.
und auch der orange Teil, der also zögerlich ist oder keine Antwort gibt oder noch nicht weiß, ist immer geringer geworden. Das heißt, wir erleben hier eigentlich, dass das Potenzial von impfbereiten Menschen in Österreich mehr oder weniger ausgeschöpft ist, zumindest in der jetzigen Situation unter den jetzigen Bedingungen. In dieser Umfrage, wo 1500 Menschen mitmachen in Österreich, sind 75% der Menschen mindestens einmal geimpft. Das heißt, das ist etwas mehr als eigentlich der nationale, die nationale Impfrate ist. Aber wir sehen hier trotzdem ganz gut, dass hier sozusagen dieser Kern der Nicht-Impfbereiten sich doch stabil hält. Dann noch zu den Politikinstrumenten, die ja oft besprochen werden, nämlich die Impfpflicht, also das Impfen fordern, die rechtliche Verpflichtung zu einer Impfung. Hier sehen wir eine leichte wachsende Bewegung, also eine wachsende, leicht wachsende Zustimmung zur allgemeinen Impfpflicht, nämlich mit 35%. Begonnen haben wir mit ungefähr 25% im Mai 2020, jetzt sind wir hier im September 2021 bei 35%. Und eine Impfpflicht für Berufsgruppen mit hohem Ansteckungsrisiko, wie zum Beispiel Gesundheitsberufe oder andere körpernahe Berufe, da sehen wir eine Zustimmung von 57%. Das heißt einerseits ein Zuwachs in dieser Zustimmung, andererseits noch immer sehr geteilte Meinungen oder geteilte Einstellungen eigentlich zu diesem Thema. Das polarisiert also noch ein Stück weit. Etwas ganz Aktuelles, nämlich die Kinderimpfung. Es gibt ja eine Covid-19-Impfung für Jugendliche und demnächst, so denke ich, auch eine für Kinder, also unter 11-jährig, zwischen 5 und 11 Jahren. 30% der Personen, der befragten Personen in dieser Umfrage, die mit Kindern bis zu 14 Jahren in einem Haushalt leben, sind bereit, ihre Kinder ehestmöglich impfen zu lassen. Also mit dieser Formulierung werden sie befragt. 30% ist nicht sehr viel, vor allem wenn man bedenkt, dass 42% sehr zurückhaltend sind. Das heißt, diese Kinderimpfung, die womöglich in wenigen Wochen zugelassen und dann womöglich auch noch empfohlen wird vom Nationalen Impfgremium, ist hier noch nicht sehr, sozusagen noch nicht sehr gut unterstützt, so wie wir das beobachten in dieser Umfrage. Jetzt zum Schluss noch ein kurzer Ausblick, insofern man den überhaupt machen kann. Ich glaube, es sind ja schon sehr, sehr wichtige Entscheidungen zu treffen, auch punkto Politikinstrumente. Nämlich die Entscheidung auch zwischen einer Pflicht oder zwischen Incentives oder noch mehr Nudging, also diesem Container, den ich vorhin gezeigt habe, wo man zum Beispiel gurgeln kann, also diesen Gurgeltest, PCR-Test machen kann, aber zugleich sich vielleicht für eine Impfung entscheiden könnte, wäre zum Beispiel eine Form von Nudging, wo man jetzt Leuten einfach einfacher macht, sich für die Impfung zu entscheiden. Und da ist vielleicht noch einiges rauszuholen. Auch bei anderen Stellen wie bei Apotheken, wo Menschen Antigentests machen lassen, auch dass man da noch gezielt auf die Impfung hinweisen könnte oder kommunizieren könnte, wo diese Impfung sozusagen, wo die nächste Impfstelle wäre. Da ist, glaube ich, durchaus noch Potenzial, da sozusagen auf dieser wirklich Alltagsebene etwas zu tun, bevor man sozusagen diese allgemeine Pflicht sich tut. Vertrauen ist ganz entscheidend und wir sehen ja historisch, dass Impfen ein polarisierendes Thema ist und da sind wir jetzt mehr als zuvor, denke ich. Vertrauen aber ins politische System allgemein und in die Wissenschaft und nicht nur ins Impfen, nicht nur in das Impfsystem an sich. Ich glaube, das ist ja auch die wichtige Herausforderung, hier über das Politikfeld hinaus zu denken. Zum Beispiel bei der Klimapolitik sehen wir ja ähnliche Herausforderungen. Bei der Definition von Zielgruppen ist es wichtig, glaube ich, diese nicht festzuschreiben. Wenn wir zum Beispiel sprechen von Frauen als Zielgruppe, weil die vermehrt an Missinformationen ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Gerüchte zum Effekt der Covid-19-Impfung auf Fruchtbarkeit und andere Themen, so muss man sozusagen, ist es eine Gratwanderung, einerseits zu sagen, wir müssen an Frauen besser kommunizieren und andererseits aber auch nicht zu sagen, Frauen sind sozusagen das Problem an der Covid-19-Impfung. Also da sind das, glaube ich, sehr empfindliche politische Gratwanderungen, die hier zu gehen sind und natürlich auch bei anderen Subgruppen. Und zuletzt natürlich, wo gewissermaßen auch eigentlich ein Scheitern festzustellen ist, in den letzten eineinhalb Jahren ist die globale Impfdiplomatie im Sinne der gerechten Impfverteilung, sehen wir eigentlich ein Scheitern der Solidarität über nationale Grenzen hinweg.
Und das ist doch etwas, denke ich, das uns noch weiter verfolgen wird und was ein bisschen aktuell untergeht eigentlich in dieser, doch sehr fokussierten Diskussion auf, Impfraten innerhalb nationaler Grenzen. Ich freue mich noch auf den Vortrag von der Kollegin und freue mich auf die anschließende Diskussion. Vielen Dank für den wirklich spannenden Vortrag, der, glaube ich, auch einiges an Stoff später für die Diskussion geboten hat. Also wirklich sehr, sehr spannende Einblicke. Genau, es sind jetzt keine Fragen hier, die direkt den Vortrag betreffen, die wir jetzt schon stellen können. Deswegen würde ich sagen, wir bleiben bei dem Plan, dass wir die Diskussion nach den beiden Vorträgen führen werden. Und deswegen übergebe ich jetzt dann gleich an unsere zweite Vortragende, Frau Professor Janina Steinert, die eine Professur für Global Health an der Technischen Universität München innehat. Und sie wird heute in ihrem Vortrag Ergebnisse präsentieren aus einer Studie zur Impfskepsis bezüglich Covid-19 im europäischen Vergleich. Und diese Studie ist Teil eines großen Horizon 2020-Projekts namens Periscope, das die Auswirkungen der Pandemie auf unterschiedliche Gesellschaftsbereiche untersucht und an dem auch unsere Forschungsgruppe hier im IHS beteiligt ist. Das heißt, sie ist für uns keine Unbekannte. Gut, ja, auch an Sie vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ja, wir freuen uns auf den Vortrag und danach auf die spannende Diskussion. Bitte. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und natürlich auch an meine Vorrednerin gerade. Ich glaube, vieles von dem, was ich jetzt präsentieren werde, wird sich auch ein bisschen decken mit den Erkenntnissen, die gerade schon geteilt wurden. Und wir nehmen jetzt ein bisschen quasi eine breitere geografische Perspektive ein. Leider haben wir tatsächlich Österreich in unserem Service nicht mit drinnen gehabt, aber Deutschland ist drin und andere europäische Länder. Deswegen glaube ich, dass viele dieser Grunderkenntnisse eben auch Relevanz haben für Gesamteuropa. Ja, wir haben vorhin schon die Motivation gehört, warum wir überhaupt uns mit Covid-19-Impfskepsis beschäftigen. Natürlich hat sich die Pandemie und die Bedrohung der Pandemie verändert mit der Entdeckung der effektiven Impfstoffe, die jetzt auch insbesondere natürlich in europäischen Ländern durchaus umfassend zur Verfügung stellen. Allerdings haben wir jetzt auch gesehen, dass nur die Bereitstellung dieser Impfstoffe noch nicht ausreichend ist, um die Covid-19-Pandemie tatsächlich nachhaltig in den Griff zu kriegen und zu managen, weil wir eben, wie wir auch wissen, eine sehr hohe Impfquote tatsächlich brauchen, um in Richtung der Herdenimmunität kommen zu können, obwohl auch das ja inzwischen umstritten ist. Und gerade mit der sehr viel ansteckenderen Delta-Variante und noch möglichen anderen Mutationen, diese Impfquote eben tatsächlich eventuell noch viel höher sein müsste. Dann haben wir auch beobachten können, dass sich eben über europäische Länder hinweg, und ich zeige hier nur einige Ausschnitte aus Zeitungsartikeln aus den verschiedenen Ländern, dass wir eben überall eine Impfskepsis beobachten können, die verschiedene Ursachen hat, die vielleicht auch schon vor Covid existiert hat, aber die eben auch möglicherweise noch erhöht wurde durch auch die Pausierung von AstraZeneca und Johnson & Johnson Impfstoffen in einigen europäischen Ländern nach diesen erhöhten potenziell tödlichen Folgen sogar, was natürlich auch nochmal das Vertrauen in diese Impfstoffe vielleicht zusätzlich noch geschwächt hat. Und schon 2019, also schon vor der Covid-19-Pandemie, hat die Weltgesundheitsorganisation Impfskepsis als eine der Top 10 Bedrohungen für globale Gesundheit eingeordnet. Und diese Einordnung ist wahrscheinlich heute noch genauso gültig. In dieser Studie haben wir jetzt konkret Daten in verschiedenen europäischen Ländern erhoben, um zum einen die Prävalenz der Impfskepsis in den verschiedenen Ländern auch im europäischen Vergleich zu ermitteln und dann aber auch verschiedene Kommunikationsstrategien, die sich eben Gesundheitsministerien und beispielsweise auch Regierungen zu eigen machen könnten, um diese Kommunikationsstrategien zu testen und eben zu untersuchen, inwiefern sie effektiv die Impfskepsis reduzieren können. Und ich gehe jetzt erst genauer auf die Methodik und unsere Stichprobe ein. Wir haben eben im Rahmen dieser Studie verschiedene Online-Surveys durchgeführt mit der Umfragefirma Respondi, die verschiedene Access-Panels in allen europäischen Ländern haben, über die wir dann eben repräsentative, quotenbasierte Stichproben ziehen konnten. Und in unserer Studie sind als Länder Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien
Polen, Bulgarien, Schweden und Großbritannien mit aufgenommen. Und so haben wir eben auch gerade auch osteuropäische Länder mit drin, Skandinavien mit drin und eben so eine relativ breite geografische Reichweite auch innerhalb von Europa. Unsere Teilnehmer waren Erwachsene im Alter von 18 Jahren und älter und wir haben eben quotenbasiert diese Stichprobe gezogen, um Repräsentativität zumindest anhand von manchen soziodemografischen Merkmalen herstellen zu können. Und diese demografischen Merkmale waren Geschlecht, Alter, Bildung und die geografische Komponente, also innerhalb des Landes, beispielsweise die Bundesländer oder einzelne Regionen. Und hier ist es aber auch gleich wichtig, darauf hinzuweisen, dass es natürlich keine perfekt randomisierte, repräsentative Stichprobe ist und wir mit den gleichen Herausforderungen zu kämpfen hatten, die jeder hat, wenn es eben um diese Online-Befragung geht. Eine weitere Voraussetzung, um an unserer Umfrage dann teilnehmen zu können, war noch, dass die Person bis zu diesem Datum noch nicht geimpft war gegen Covid-19. Weil wir eben tatsächlich schauen wollten unter der noch nicht geimpften Bevölkerung, was kann hier helfen, um die Impfbereitschaft derer, die noch nicht geimpft sind, zu erhöhen. Gleichzeitig hat aber das auch nochmal Auswirkungen auf die Zusammensetzung unserer Stichproben, weil die Umfragen in den einzelnen Ländern auch zu verschiedenen Zeitpunkten durchgeführt wurden und eben natürlich die Impfrate in den einzelnen Ländern dann eben schon weiter oder weniger weit fortgeschritten war. Und das kann bedeuten, dass eben in manchen Ländern große Teile der älteren Bevölkerung nach der nationalen Strategie schon geimpft waren und wir dann eben gerade unter älteren Studienteilnehmern dann eine Überrepräsentation tatsächlich haben von denen, die impfskeptisch sind und sich deswegen eben noch nicht impfen lassen haben. Also das ist auch wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn wir uns nachher die Daten und die Ergebnisse anschauen. Und insgesamt hat die Befragung etwa 20 bis 30 Minuten gedauert und TeilnehmerInnen haben dann am Ende noch einen Voucher erhalten, der so zwischen 3 und 5 Euro wert war als Dank für die Teilnahme. Jetzt zeige ich genauer, was unsere Kommunikationstreatments waren. Also es ging hier eben um verschiedene Strategien, die beispielsweise in Videos oder auch auf Plakaten genutzt werden könnten, um die Impfskepsis in der Bevölkerung zu bekämpfen. Und hier haben wir zunächst 4 verschiedene Strategien getestet. Eine erste Kommunikationsstrategie war es, auf die Risikoreduktion hinzuweisen, die durch verschiedene Impfstoffe erzielt werden kann. Also einmal die mRNA-Impfstoffe und dann die Impfstoffe AstraZeneca und Johnson & Johnson, um zu zeigen, dass eben für alle Arten von Impfstoffen durchaus eine starke Risikoreduktion stattfindet, was schwere Verläufe von Covid-Infektionen angeht und was eben auch die Mortalitätsrate von Covid-19-Infektionen angeht. Dann in der zweiten Gruppe wurde Information verteilt zu altruistischen Motiven. Also hier ging es damals noch um die Gruppen, die selbst noch nicht geimpft werden können. Und das waren eben zu der damaligen Zeit noch Kinder und auch Schwangere. Wir wissen, dass sich das inzwischen geändert hat. Und hier wurde das Ganze so dargestellt, dass eben durch die eigene Impfung auch diese vulnerablen Gruppen geschützt werden können und das Impfen als ein sozialer Akt dargestellt wurde. Dann die dritte Gruppe hat Informationen erhalten, die hedonistische Motive ansprechen sollte. Also hier ging es darum, dass hervorgehoben wurde, dass wir eine Rückkehr zur Normalität nur durch eine breite Impfbasis ermöglichen können und dass nur so das öffentliche Leben wiederhergestellt werden kann und Restaurants und dergleichen wieder öffnen können. Und die letzte Gruppe hat Informationen dazu erhalten, dass dieser EU-Impfpass eingeführt werden soll. Das war auch noch zu einer Zeit, zu der wir noch nicht den Green Pass hatten, wie wir es jetzt in vielen Ländern haben. Und dass eben dann viele Zugangsrechte tatsächlich an einen gültigen Impfpass geknüpft sein werden. Zu dieser Zeit ist auch noch wichtig darauf hinzuweisen, gab es noch kein Land, in dem es in Europa schon eine Impfpflicht gab. Und dann hatten wir noch eine Kontrollgruppe, also Teilnehmer wurden eben im Zuge dieses Surveys oder dieser Umfrage dann zufällig eingeteilt in eine dieser Gruppen und haben entweder Informationen erhalten, bevor sie beantworten mussten, ob sie sich impfen lassen würden oder nicht, während die Kontrollgruppe keine Informationen erhalten hat. Jetzt zeige ich noch kurz, wie die einzelnen
Informationstreatments aussahen. Also das ist die Risikoreduktionsgruppe. Hier zeige ich das Ganze auf Englisch, aber wir haben das natürlich jeweils in die nationalen Landessprachen übersetzt und dann auch nochmal rückübersetzen lassen. Das ist unser Altruismus-Treatment. Dann sieht man hier das Hedonismus-Treatment. Und zuletzt noch das Treatment, in dem wir auf den Corona-Impfpass hinweisen. Die Messung unserer abhängigen Variable sah wie folgt aus. Wir haben unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit einem hypothetischen Szenario konfrontiert und eben gesagt, nehmen Sie an, dass Sie nächste Woche einen Impftermin haben könnten für eine Covid-19-Impfung. Was würden Sie tun? Und dann waren die Optionen, dass die Befragten sagen konnten, wir würden uns auf jeden Fall impfen lassen. Man würde sich nur impfen lassen, entsprechend des Vakzintyps, den man angeboten kriegt. Und das war zu einer Zeit, als auch AstraZeneca noch an auch jüngere Personen vergeben wurde in vielen europäischen Ländern. Und dann konnte man eben auch angeben, dass man unsicher war, ob man sich impfen lassen will oder dass man auf keinen Fall bereit wäre, sich impfen zu lassen. Und für Befragte, die eine der letzten beiden Optionen angegeben haben, hatten wir dann noch eine offene, qualitative Option hinzugefügt oder Frage hinzugefügt, in der die Befragten auch noch genauer ausführen könnten, was ihre Bedenken und was ihre Sorgen sind. Und diese qualitativen Daten haben wir dann noch zusätzlich analysiert. Jetzt komme ich schon auf die Ergebnisse zu sprechen. Zunächst zeige ich erstmal die Prävalenz der Impfskepsis, die wir auf Basis unserer Umfragedaten ermittelt haben. Und in diesen Daten haben wir jetzt sowohl auch die Personen mit eingerechnet, die schon geimpft sind, weil das ja eben auch ein Teil der Bevölkerung ist, der nicht impfskeptisch ist. Und insofern können wir eben eine bevölkerungsweite Schätzung abgeben von Personen, prozentual Anteil der Gesamtbevölkerung, die impfskeptisch sind. Und die wichtigste Erkenntnis, die wir hier schon davontragen können, ist, dass es eine breite Varianz gibt über europäische Länder hinweg, was die Impfskepsis betrifft. Also wir sehen, dass diese zum Beispiel in Bulgarien extrem hoch ist, zwischen 60% und 70%, während sie in anderen Ländern, gerade in Italien, Spanien, Schweden und Großbritannien, deutlich, deutlich geringer ist. Und eine zweite Erkenntnis, die wir aus dieser Grafik ablesen können, ist, dass es auch Gender-Varianzen gibt und dass wir tendenziell eben sehen, das wurde gerade im Vortrag vorhin auch schon angesprochen, dass Frauen in den meisten Ländern signifikant mehr Bedenken haben, was die Covid-19-Impfung betrifft, im Vergleich zu Männern. Dann zeige ich nochmal die Ergebnisse für die Impfbereitschaft in Abhängigkeit von verschiedenen Impfstoffen. Also diese Frage wurde nur denjenigen gestellt, die geantwortet haben, dass sie sich impfen lassen würden, aber nur mit bestimmten Impfstoffen und nicht mit allen Impfstoffen. Und hier sehen wir auch interessante Varianz über Länder hinweg, insbesondere was den AstraZeneca-Impfstoff betrifft. Also hier haben wir eine deutlich höhere Bereitschaft, diesen zu akzeptieren in Großbritannien. Wo der AstraZeneca-Impfstoff auch oft eben auch als das Oxford-Vakzin bezeichnet wird und eben national entwickelt wurde, während in anderen europäischen Ländern hier auch im Vergleich zu eben BioNTech und Moderna eine sehr viel höhere Skepsis gegenüber AstraZeneca eben auch aufgrund der Sinusvenenthrombose-Inzidenz, die aufgedeckt wurde. Dann gehe ich genauer auf die qualitativen Daten ein. Also hier schauen wir uns jetzt Antworten an von Befragten, die angegeben haben, dass sie unsicher sind, ob sie sich impfen lassen wollen oder die sich definitiv auf keinen Fall impfen lassen wollen. Und wir können diese Antworten oder Sorgen grob in 5 Kategorien einteilen. Eine erste Begründung waren tatsächlich Sorgen von Nebenwirkungen. Diese haben auch in der Extreme variiert. Also manche Befragten haben tatsächlich angegeben, dass sie Angst haben, dass der Impfstoff sie tötet. Also sehr schwerwiegende Sorgen. Andere haben zum Beispiel darauf verwiesen, dass sie schon vorherige negative Erfahrungen mit Impfungen gemacht haben und deswegen vorsichtig sind. Manche haben darauf verwiesen, dass sie andere chronische Erkrankungen oder Vorerkrankungen haben, die potenziell sich negativ auf die Impfreaktion auswirken könnten. Und wir haben eben auch, was vorhin auch erwähnt wurde schon von meiner Kollegin, viele Frauen,
tatsächlich, die geantwortet hatten, sie machen sich Sorgen um Fruchtbarkeit, sie haben Angst vor einer möglichen Fehlgeburt oder auch sie haben noch einen Kinderwunsch, den sie realisieren möchten und haben Sorge, dass die Impfung selbst dann auch entweder für dieses, überhaupt dafür schwanger zu werden schädlich sein könnte oder eben auch sich negativ auf das Kind auswirken könnte. Ein zweiter Grund, der angeführt wurde, war Sorge bezüglich der Langzeitfolgen der Impfung. Also zum einen eben der Verweis darauf, dass es noch keine Langzeitstudien gibt oder geben kann, dass die Impfstoffe eben sehr schnell entwickelt wurden und dass deswegen unklar sei, wie sich das eben langfristig auswirkt und ob es auch langfristig schädliche Folgen haben könnte. Und viele Befragte haben tatsächlich immer wieder den Begriff des Versuchskaninchens verwendet und meinen eben, wir sind alle Teil einer großen Impfstudie, wir haben noch nicht umfassend Wissen und ich will kein Versuchskaninchen sein. Dann eine nächste Gruppe von Gründen, die gegen die Impfung sprachen, war ein fehlendes Vertrauen in tatsächlich die Wirksamkeit und Qualität der Impfstoffe und insbesondere in Verbindung damit, dass die Impfung selbst nicht davor schützt, andere Personen noch anzustecken. Und das scheint eben für viele ein Indikator dafür zu sein, dass der Impfstoff nicht gut genug sein kann. Und manche hatten auch darauf verwiesen, dass sie unsicher darüber seien, ob der Impfstoff überhaupt auch vor den ganzen Varianten des Virus schützen kann. Dann gab es eine Gruppe, die die Notwendigkeit einer Impfung nicht gesehen hat und eben generell überhaupt die Existenz der Covid-Pandemie angezweifelt hat. Oder es kam immer wieder die Begründung, es ist doch nur eine Erkältung oder es ist nur eine Grippe. Gegen Grippe lasse ich mich auch nicht impfen. Warum muss ich mich gegen Covid-19 impfen lassen? Oder viele Befragte, die auch gesagt hatten, dass sie sich gerne auf ihr eigenes Immunsystem verlassen und dem eigenen Immunsystem mehr vertrauen als einem Impfstoff. Und die letzte Gruppe, das geht jetzt wieder in die politikwissenschaftliche Dimension, gab eben Bedenken oder ein starkes Misstrauen gegenüber Politikern, Politikerinnen, Pharmakonzernen oder generell eben gegenüber Eliten und Autoritäten an. Und das war eng verbunden mit einer Impfskepsis. Und oft war da sehr viel Misstrauen und das Gefühl, dass es um Kontrolle geht, um staatliche Macht und die Impfung eine Art Unterdrückungsinstrument sein könnte. Und natürlich hatten sich in diesen Begründungen auch viele tatsächlich Verschwörungstheorien wiedergefunden. Jetzt möchte ich doch nochmal auf die quantitativen Ergebnisse eingehen, nämlich den Test der verschiedenen Kommunikationsstrategien. Und zunächst beginne ich mit den Ergebnissen aus Deutschland. Hier haben wir den Fragebogen schon früher durchgeführt und mit einer größeren Stichprobe als eine Art Pilotstudie, aber mit großem Sample und hatten hier alle vier verschiedenen Informationstreatments getestet und sehen, dass in Deutschland alle dieser Informationstreatments die Impfbereitschaft erhöht haben um einige Prozentpunkte. Also der Unterschied zur Kontrollgruppe war hier immer signifikant und am wirksamsten waren die Informationen zu hedonistischen Beweggründen, zu dem Impfpass und auch zu der Risikoreduktion. Weniger wirksam war das Altruismus-Treatment, weswegen wir dieses für die anderen Länder dann tatsächlich herausgenommen hatten, weil wir hier kleinere Stichproben haben und insofern nicht genügend statistische Power hatten, um alle vier Treatments gegeneinander zu testen. Jetzt sehen wir aber auch noch die Ergebnisse aus den anderen Ländern. In Bulgarien sehen wir keine signifikanten Unterschiede zwischen den Versuchsgruppen und der Kontrollgruppe. Das Gleiche gilt auch für Frankreich. Also wir haben hier Varianz, aber die Varianz ist nicht signifikant. Die Unterschiede sind nicht signifikant. In Italien das Gleiche. Hier sehen wir sogar, dass manche der Treatments die Impfbereitschaft sogar verringern. Also hier das Risikotreatment tendenziell verringert ist die Impfbereitschaft im Vergleich zur Kontrollgruppe, was entgegen unserer Erwartungen war. Aber der Unterschied ist nicht signifikant. Auch in Polen hatten wir keine signifikanten Ergebnisse. In Spanien hatten wir dann eben tatsächlich einen signifikant negativen Effekt. Also wir sehen hier, dass unser Treatment die Impfbereitschaft im Vergleich zur Kontrollgruppe, das Treatment, das auf Risikoreduktion der Impfstoffe verweist, signifikant verringert.
In Schweden hatten wir auch keine signifikanten Effekte und in Großbritannien sehen wir einen positiv signifikanten Effekt des Impfpass-Treatments. Also hier sehen wir eine signifikante Erhöhung der Impfbereitschaft. Dann haben wir aufgrund dieser starken Varianz, nicht nur in der Impfskepsis als solcher, sondern eben auch in den Auswirkungen unserer Treatments, haben wir noch eine Heterogenitätsanalyse durchgeführt und finden hier anhand von eines statistischen Machine Learnings-Verfahrens, dass es verschiedene Gruppen gibt, die für die manche der Treatments eben tatsächlich auch negative Folgen haben könnten. Und das sind insbesondere Gruppen mit schwächerem sozioökonomischem Hintergrund, also Personen ohne ein festes Einkommen oder Personen auch mit geringerer Bildung. Und genau das sind eben auch sehr wichtige bringt auch sehr wichtige Policy-Implikationen mit sich. Zum einen können wir eben aus unseren Analysen schließen, dass es keinen Ansatz geben kann, der überall in Europa gleichermaßen gut funktioniert. Also wir haben so viel Varianz gesehen, dass wir tatsächlich die Kommunikationsstrategien auf die einzelne Bevölkerung zuschneiden müssen und auch auf besondere Gruppen zuschneiden müssen. Also gerade Gruppen, die schwächer gestellt sind, soziodemografisch, sozioökonomisch, müssen nochmal verstärkt adressiert werden und vielleicht auch mit anderen Strategien und Kommunikationsstrategien adressiert werden. Und viele der Erkenntnisse aus unserer qualitativen Analyse könnten auch in zukünftige Impfkampagnen integriert werden. Es ist auf der einen Seite wichtig, dass man das Risiko, das auch mit der Pandemie eben und der Covid-19-Infektion und Erkrankung verbunden ist, durchaus nochmal hervorhebt und beispielsweise auch auf die möglichen Implikationen von Long-Covid verweist. Und gleichzeitig ist es wichtig, der Bevölkerung deutlich zu machen, dass diese Impfstoffe trotzdem sehr intensiv mit Riesenstichproben getestet wurden und eben über diese Testphase hinaus sind schon und man deswegen in deren Qualität vertrauen kann. Ja, soweit von meiner Seite. Es tut mir leid, ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber freue mich jetzt auch sehr noch auf Fragen. Ja, vielen Dank für einen weiteren sehr spannenden Vortrag, der jetzt hier auch ein bisschen eine internationale Perspektive reingebracht hat, die, denke ich, auch für uns auch sehr spannend ist, um zu lernen, wie es in anderen Ländern ist. Wir haben jetzt hier schon zumindest zwei Fragen, soweit ich sehe, die ich jetzt schon mal kurz stellen werde. Gerne posten Sie weitere Fragen in die Q&As, um die Diskussion anzuregen. Die erste Frage betrifft den Vortrag von Ihnen, Frau Paul. Die Frage lautet, die drei Indikatoren auf der Slide mit dem Titel Was beeinflusst das Impfverhalten? Stammen diese Indikatoren direkt aus der Corona-Panel-Studie oder sind das längere Trends? Vielleicht darf ich die Kollegin bitten, die Folie nochmal zu teilen. Claudia? Wenn das nicht zu... Ich kann schon gleich darauf antworten. Mhm. Das sind spezifisch Resultate aus der Panel Project Studie. Wir kennen aber vor allem bei der Soziodemografie diese Effekte auch von früheren Studien. Also spezifisch, dass ältere Menschen eher impfbereit sind und Männer eher impfbereit sind. Also gerade das ist etwas Klassisches, was man auch bei der Influenza-Impfung, bei der Masernimpfung sieht. Mhm. Gut, wunderbar. Dankeschön. Eine weitere Frage zum Gender Gap bei der Impfbereitschaft, also genau auch wieder dieses Thema. Genau, eigentlich haben Sie das quasi schon beantwortet. Also die Frage lautet, ist die spezifisch auf die Covid-19-Impfung zu beobachten oder allgemein so und gibt es dafür Gründe? Vielleicht zu den Gründen, haben Sie da auch Literatur oder selbst schon Erkenntnisse gefunden? Ja, spreche ich gerne an und ich glaube, meine Co-Referentin wird vielleicht auch was dazu sagen wollen. Da gab es ja ganz ähnliche Ergebnisse, was ich total spannend finde übrigens und wichtig finde auch natürlich für die Policy Lessons. Was diesen Gender-Effekt betrifft, also ja, das ist ein bekannter Effekt eben auch bei Kinderimpfungen, also bei Einstellungen zu Kinderimpfungen, aber sehen wir eben auch bei der Covid-19-Impfung. Warum ist das so? Also die Gedanken haben wir uns schon gemacht, also meine Kollegin Julia Parteimüller und Jakob Moritz-Eberl und ich, weil wir gemeinsam diese Analyse gemacht haben. Ein Effekt, den ich mir vorstellen kann, ist sicher, dass Frauen, gerade Mütter, grundsätzlich mehr konfrontiert werden in der Praxis mit Impfungen. Das hat sozialpolitische Gründe, die eher angesprochen werden auf Kinderimpfungen. Und damit wird Frauen auch mehr Verantwortung zugeschrieben für diese Impfentscheidung.
das sozusagen entsteht auch aus dieser, aus diesen sozusagen sozialen Genderrollen heraus. Zum Zweiten machen Frauen auch oft eher negative Erfahrungen im Gesundheitssystem, werden weniger ernst genommen zum Beispiel und entwickeln dadurch vielleicht eher ein Misstrauen in das Gesundheitssystem und sind daher vielleicht skeptischer gegenüber Impfungen auch. Und zum Dritten sind das ist auch ein Gender-Effekt, ganz interessant, wenn man ein Kind zu einer Impfung bringt und man erwartet also eine Impfreaktion im Sinn von Fieber 24 Stunden lang oder so, dann sind es dann doch zumeist die Frauen, die zu Hause bleiben müssen, also müssen unter Anführungszeichen mit den Kindern und sind daher vielleicht auch eher abgeneigt, ein Kind zu einer Impfung zu bringen, weil sie dann sozusagen auch diese ökonomischen Kosten eigentlich tragen, abgesehen von den emotionalen Kosten, die man vielleicht hat, wenn man ein Kind fiebernd hat. Also diese Effekte, die ganz stark mit dieser sozialen Konstruktion der Frauenrolle, der Mutterrolle zu tun haben, sind, glaube ich, auch wichtig für die Covid-19-Impfung. Aber vielleicht hat Frau Steiner doch was zuzufügen. Ja, sehr spannend. Und manche dieser Erklärungen hatte ich tatsächlich noch gar nicht im Kopf. Wir haben uns die Frage auch gestellt, jetzt insbesondere in Bezug auf die Covid-19-Impfung. Ein Ansatz, Erklärungsansatz war eben tatsächlich auch diese Angst vor Unfruchtbarkeit oder Angst dem eigenen Kind, das noch nicht geboren ist, damit irgendwie zu schaden. Ein weiterer möglicher Faktor könnte auch sein, weil wir auch aus anderen empirischen Studien wissen, dass die Bedrohungswahrnehmung der Pandemie einen hohen Einfluss haben auf unsere Impfbereitschaft. Und gleichzeitig wissen wir, und das ist auch eben umfassend belegt, dass Männer tendenziell noch mehr gefährdet sind für schwere Verläufe und auch was die Mortalitätsrate von Covid-Erkrankungen angeht, dass Frauen eben dadurch auch potenziell eine weniger starke Bedrohungswahrnehmung haben in Bezug auf das Virus und deswegen vielleicht die Impfbereitschaft auch geringer sein könnte. Und die letzte Erklärung, die wir oft diskutiert hatten, ist eben ja auch, was meine Kollegin gerade erwähnt hatte, dass größere Misstrauen in das Gesundheitssystem oder auch gegenüber Ärzten und es gibt auch umfassende Studien, die eben auch Gender Differences oder Gender Gaps untersuchen in Bezug auf die Arzt-Patientin- und Patient-Beziehungen und wie sich diese unterscheiden können zwischen Männern und Frauen und dass eben auch historisch gesehen Frauen hier oft schon systematische Nachteile erfahren haben, auch was zum Beispiel schädliche Nebenwirkungen von Medikamenten betrifft, die umfassender mit männlichen Probanden getestet wurden und weniger mit weiblichen. Also all das kann natürlich auch noch in dieses Vertrauensverhältnis mit reinspielen. Genau, darf ich da noch was hinzufügen an Frau Steiner? Gerne. Genau, dieser letzte Punkt ist ganz wichtig. Also es ist ja auch so, dass die Covid-19-Impfung wurde ja auch nicht mit besonderem Augenmerk auf die Effekte auf Frauen erforscht. Genauso wie das bei ganz anderen Medizinprodukten und Medikamenten auch der Fall ist. Und das stärkt natürlich nicht das Vertrauen, wenn man sozusagen nicht bedacht hat, dass bestimmte Effekte auf Frauen haben könnte. Und das ist natürlich dann ein leichter Nährboden für Theorien oder Gerüchte, Falschinformationen, wie zum Beispiel, dass jetzt die Fruchtbarkeit beeinträchtigt werden könnte oder derartiges. Und Frauen waren da viel mehr betroffen eben von dieser Fehlinformation. Und daher sozusagen sind die Sorgen bei Frauen auch nochmal ganz andere. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, nicht das so zu verstehen, dass Frauen ignorant wären oder irrational, sondern dass es ganz konkrete und wirklich reale Sorgen sind, die Frauen haben und die auch einfach nicht, die weder sozusagen im Forschungsprozess noch jetzt im Kommunikationsprozess gut behandelt worden sind. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges, was man auch mitnehmen muss für andere Medikamente und Impfungen. Mhm. Dankeschön. Sehr spannend. Wir haben hier auch noch eine Frage zu den Länderunterschieden, die an Sie vermutlich gerichtet ist, Frau Steinert, nämlich wie sind diese unterschiedlichen Ergebnisse in den einzelnen Ländern zu erklären? Spielt hier die Mentalität eine Rolle, weil, ist hier noch in Klammer hinzugefügt, die sozioökonomisch differenzierten Bevölkerungsgruppen, die sollte es ja in allen Ländern geben, also darauf ist es vielleicht nicht in erster Linie zurückzuführen. Und vielleicht darf ich hier auch noch hinzufügen, aus eigenem Interesse, ob diese Unterschiede generell schon beobachtet wurden in Bezug auf Impfskepsis oder ob das Covid-19-spezifische Unterschiede zwischen den Ländern sind? Ja, sehr, sehr, sehr gute Fragen.
Wir hatten leider nicht ganz umfassend Daten, um diese Frage vollständig empirisch zu untersuchen. Was sozioökonomische Faktoren betrifft, sieht die Dynamik in den Ländern sehr ähnlich aus. Also Altersstrukturen, Geschlechtsstrukturen als Prädiktor für Impfskepsis, das sieht über Länder hinweg sehr ähnlich aus. Aber es gibt eben andere Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Und einer der Hauptfaktoren, den wir vermuten und den wir tatsächlich auch aus anderen Studien kennen, ist das Vertrauen in die Regierung. Und das scheint insbesondere in Bezug auf die Covid-19-Impfung eine sehr, sehr große Rolle zu spielen. Und in Ländern, in denen es eine größere Skepsis gegenüber der Regierung oder dem Regierungsapparat, dem Gesundheitsministerium gibt, sehen wir eine höhere Impfskepsis. In Bulgarien könnte das einer der wichtigen Faktoren sein. Und die andere Erklärung, die wir hatten, war eben auch wieder diese Bedrohungswahrnehmung. Wir sehen, dass die Impfquote in den Ländern am besten ist, die am meisten unter der Pandemie gelitten haben in der ersten Welle, also gerade in Italien, Spanien, UK. Und dass hier eben quasi die Gesellschaft noch, der Gesellschaft noch mehr bewusst geworden ist, was für eine große Bedrohung auch wirtschaftlicher Art die Pandemie darstellen kann und deswegen die Bereitschaft höher ist. Ich kenne die umfassenden Studien in Bezug auf andere Impfungen im europäischen Vergleich nicht. Das ist eine interessante Frage. Das müsste ich selbst genauer nachschauen, welche dieser Differenzen da auch zu beobachten sind und welche tatsächlich Covid-spezifisch sind in gewisser Weise. Ja, muss ich selbst noch genauer recherchieren. Das ist ein guter Hinweis. Dankeschön. Vielleicht darf ich da auch gleich noch an Sie übergeben, Frau Paul. Sie haben ja gezeigt aus dem Corona-Panel, dass in Österreich dieser rote Balken, der quasi nicht mehr zu überzeugen ist, dass jetzt eigentlich nur mehr der übrig ist, also dass das Impfpotenzial quasi ausgeschöpft ist. Warum ist dieser rote Teil in Österreich speziell größer, als er in offensichtlich in anderen Ländern ist, wenn in anderen Ländern sich ja doch noch mehr Leute überzeugen haben lassen mit der Zeit? Haben Sie dafür vielleicht auch eine Erklärung? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr komplexes Problem irgendwie und natürlich einigermaßen besorgniserregend auch. Ich glaube, es haben sich die, was wir von Anfang an beobachtet haben im Panel, ist, dass es sehr sozusagen sehr polarisiert und dass sich die Haltungen immer mehr sozusagen in Extreme verschoben haben. Also es gab irgendwie ein gewisses Mittelfeld und immer deutlicher wurden die, die dezidiert sich impfen lassen wollten, als es noch keine Impfung gab, und die, die das nicht wollten. Und das hat sich so in diese Extreme entwickelt. Das ist einfach ein sehr polarisierendes Thema. Diese hartnäckigen 16, ich glaube 16% haben wir im Moment in der Umfrage, ja, von den 1500 Befragten. Ich glaube, das sind sehr viele Gründe, die wir schon besprochen haben. Also der Gender-Effekt, sicher andere Zielgruppen, wo nicht sozusagen vielleicht nicht adäquat kommuniziert worden ist oder die man noch nicht abholen konnte dort, wo sie sind. Ja, das mag mit prekären Arbeitsbedingungen zu tun haben, die zum Beispiel jetzt sich Sorgen machen, ein oder zwei Tage Arbeitstage zu versäumen und dann vielleicht ihren Job zu verlieren. Und das mag zu tun haben mit einem großen Misstrauen einfach in Regulierung, in diese Prozesse. Und ich glaube, die meisten von uns haben schon vielleicht einen ein oder anderen Menschen kennengelernt, der auch von diesen Faktoren betroffen ist und da einfach sehr schwer zu überzeugen ist, weil da auch einfach große Angst und große Verunsicherung noch ist. Und nicht zuletzt müssen wir vielleicht auch das so sehen, dass eine Zeit lang wurde im politischen Diskurs von Entscheidungsträgern sehr stark auf diese Impfung gesetzt und die Impfung sei also oder die Impfung wäre also das sozusagen das Mittel, um die Pandemie zu beenden. Und natürlich ist das nicht so. Und natürlich haben Experten von Anfang an gesagt, es geht nicht nur um die Impfung, sondern die Impfung ist ein Teil eines Pakets. Und dann ist es natürlich einigermaßen enttäuschend, wenn die Impfung also nicht das Ende der Pandemie unter Anführungszeichen herbeibringt. Also da diese Desillusionierung, diese Enttäuschung, diese Polarisierung, ich glaube, das alles trägt dazu bei. Und ganz klar, glaube ich, mit dieser Angst umgehen zu können, um diese Angst zu überlegen, welche Kommunikationsstrategien man entwickeln könnte, um Menschen mit so einer Angst auch einladen zu können in ein Gespräch, in bestimmte Gesprächsformen, welche Begegnungen man schaffen kann, welche Räume für Begegnungen man schaffen kann, wo Angst auch angesprochen und ausgesprochen werden darf. Ja. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Also das heißt nämlich nicht, dass da keine Hoffnung mehr sein sollte. Also damit können wir uns einfach nicht zufrieden geben, mit diesen 16%, die hartnäckig scheinbar sich nicht impfen lassen möchten.
Ja, dazu passt nämlich eh auch die nächste Frage, die wir haben. Wenn Aufklärungs- und Informationskampagnen bei Personen, die staatlichen Institutionen misstrauen, versagen, welche anderen Strategien können hier greifen? Also Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, das offene Gespräch suchen sozusagen und hier offene Räume zu schaffen, wo diese Zweifel auch kommuniziert werden können. Hätten Sie auch noch andere Strategien im Kopf dazu vielleicht? Ich glaube, wenn ich kurz darf, Frau Steinert möchte vielleicht auch was dazu sagen, aber ich kann kurz, natürlich gibt es noch viele Ideen aus dem Nudging, also aus der verhaltenswissenschaftlichen Perspektive. Ich habe vor kurzem mit Professor Robert Böhm darüber gesprochen, der eine neue Professur an der Universität Wien hat und sich viel mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und beispielsweise der Container, den ich vorher gezeigt habe, das Foto diesem Container von dieser Gurgelbox, dass man zum Beispiel am selben Ort gurgeln und eine Impfung anbieten könnte und jemanden, der sich regelmäßig dort testen lassen möchte, weil sie oder er eben auch ins Kino oder in ein Gasthaus geht oder ich weiß nicht, ein Schulkind zu Hause hat und da mehr Risiko ausgesetzt ist, jener Person, die da täglich auftaucht, könnte man auch sagen, dürfen wir sie auf ein kurzes Gespräch einladen, hier nebenan in der Impfbox, wo vielleicht eine Person einfach nur beratend tätig ist und es kann dann wieder eine andere Person sein, die dann impft. Ja? Also da dieses Gefühl geben, man wird eingeladen, man hat einen sicheren Raum, es ist nicht Überzeugung, sondern nicht Überzeugung und Überreden am Programm, sondern eher ein Anhören. Ich glaube, da ist sozusagen in diesem Alltags, auf dieser Alltagsebene dann noch einiges zu tun, also auf dieser Nudging-Ebene. Und natürlich sehen wir jetzt auch, dass ja die sogenannten Gratis-Tests ja auch ausgesetzt werden, jetzt ab November, wenn ich jetzt nicht irre. Das hat natürlich auch den Effekt, dass womöglich es bequemer gemacht wird, sich impfen zu lassen, als sich öfter testen zu lassen. Ja, ich glaube, ich kann mich da nur anschließen. Wahrscheinlich jegliche Strategie, die die Kosten und die Hürden zu einer Impfung verringert. In Deutschland hatten wir diese nationale Impfwoche, in der dann tatsächlich in Supermärkten, auf Schulhöfen, auf Universitäts, in der Aula und so weiter Impfungen angeboten wurden. Das kann natürlich schon mal dabei helfen, dass einfach denen, die vielleicht noch zögerlich sind und sich noch nicht durchgerungen haben, einen Termin in der Praxis auszumachen, das kann es den erleichtern. Und dann gibt es natürlich, und das kann man eigentlich jetzt gerade beobachten, auch in der europäischen Politik, dass es dann eben schon auch die strengeren Maßnahmen gibt, die eben finanzielle Anreize oder finanzielle quasi Bestrafungen in gewisser Weise verwenden. Also eben diese Kosten der Schnelltests oder dann tatsächlich auch die 2G-Regel, dass eben manche Freizeitaktivitäten zum Beispiel eben nur noch mit Impfungen tatsächlich wahrgenommen werden können. Das sind dann natürlich nicht mehr Anreize, sondern eher Hürden, die wahrscheinlich dann auch von den sehr starken Impfskeptikern nochmal sehr viel negativer aufgefasst werden. Aber das ist wahrscheinlich dann die letzte mögliche Strategie, wenn alle anderen Strategien ausgeschöpft wurden. Jetzt im Zusatz zu denen, die ich gezeigt habe oder die wir getestet haben, wäre natürlich auch noch die Arbeit mit Role Models zu nennen. Das wurde aber auch schon viel gemacht, dass berühmte Schauspieler beispielsweise gezeigt haben, dass sie geimpft sind und dergleichen. Dann eben auch die Übersetzung von Aufklärungskampagnen in verschiedene Sprachen, also gerade in Deutschland war es eben auch sehr wichtig, auf arabischer Sprache, auf Türkisch auch Beratung bereitzustellen. Aber sehr vieles in diese Richtung, auch in die Richtung des Nudging, wurde tatsächlich schon versucht. Und wir sind trotzdem noch nicht bei der Impfquote, die wir brauchen. Deswegen ist jetzt wahrscheinlich inzwischen der Weg hin zu den strengeren oder härteren Maßnahmen gewählt worden. Wenn ich da noch was hinzufügen darf, was mein Kollege Jakob Moritz Ebel hat das mal so formuliert, es würde sehr helfen, wenn rechte Politiker oder Politikerinnen sich hinstellen würden und überzeugt sagen würden, warum sie sich am Impfen lassen und dass sie das überhaupt tun möchten oder getan haben. Das sehen wir natürlich schon auch, also wenn wir jetzt an den Zusammenhang, an die Korrelation zwischen politischen Einstellungen und andererseits Impfbereitschaft denken, dann ist da vielleicht noch etwas rauszuholen. Das ist noch eine Sache bei den Role Models sozusagen. Genau, und das andere sind vielleicht schon zum Teil noch so digitale Barrieren, die eigentlich am Anfang da waren, wo es darum ging, eigentlich Menschen mussten sich selber anmelden für eine Impfung, statt eingeladen zu werden. Inzwischen hat man das also gerade im städtischen Bereich natürlich auch sehr stark verbessert mit den bekannten niederschwelligen Angeboten, wo man einfach hingehen kann. Aber auch da ist eigentlich sozusagen dieser Prozess hat eigentlich relativ spät begonnen, dass Menschen eingeladen wurden, statt sich selber anmelden zu müssen, um es jetzt mal kompliziert auszudrücken.
Gut, da gibt es auch eine weitere dazu passende Frage, und zwar, ob Sie, also ich denke, die Frage kann ich an Sie beide richten, ob es speziell international auch Best-Practice-Beispiele gibt, wie so eine zielgruppengerechte Impfkampagne aussehen kann. Ob das beispielsweise, wenn ich jetzt an Länder denke, wie Portugal oder ähnliche oder skandinavische Länder, wo die Impfquote sehr hoch ist, ob Sie vielleicht da Beispiele kennen oder ähnliches. Wo das eben gut funktioniert hat, welche Strategien da gut gegriffen haben, die vielleicht bei uns noch nicht ausgeschöpft sind. Vielleicht Frau Steiner zuerst. Ja, tatsächlich kenne ich bisher keine guten Beispiele von sehr zielgruppenspezifischen Interventionen. Eher dann Strategien, die eben versucht haben, über verschiedene Kanäle an so viele Bevölkerungsgruppen wie möglich zu kommen und dann eben auch gerade über Social Media Kanäle die Impfung beworben haben, um so vielleicht Gruppen zu erreichen, die nicht die Tagesschau oder eben die Leitmedien konsumieren. Aber ich habe noch weniger klare Beispiele dafür gesehen, dass jetzt meinetwegen gerade Frauen in unteren Bildungsschichten oder sowas explizit mit ganz eigenen Strategien adressiert werden. Aber vielleicht kann Frau Paul da mehr dazu sagen. Überhaupt nicht, nein. Sie haben da schon so super Punkte drauf verstanden. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so auf der visuellen Kommunikationsebene vielleicht noch was zu machen ist. Also da gibt es ja ganz eigene Expertise, die ich nicht habe und glaube ich Frau Steiner auch nicht. Aber da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht noch etwas zu machen ist. Also da würde mich auch interessieren einfach, wenn es dazu entweder Evidenz gibt oder auch Ideen einfach gibt, sozusagen aus einer anderen Richtung aus auch. Das würde mich ganz interessieren. Was natürlich in manchen anderen Ländern, ich glaube, ganz wichtig ist, was Frau Steinert im Vortrag gesagt hat, diese One-Size-Fits-All gibt es nicht. Also es gibt nicht eine Lösung für Impfsysteme, die unterschiedlich sind, die historisch gewachsen sind, die viel mit Vertrauenskultur zu tun haben. Es wird ja ganz gerne verglichen im Moment, also warum ist es in Österreich nicht so einfach wie in Dänemark, warum geht es in Deutschland nicht so wie in Israel. Also diese ganzen Vergleiche sind auch nur bedingt sinnvoll, weil wir mit ganz unterschiedlichen Impfsystemen zu tun haben, mit unterschiedlichen Vertrauenskulturen, mit unterschiedlichen politischen Kulturen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu bedenken. Zugleich, was ich so manchmal so ein bisschen bemerke, das ist ganz anekdotisch, und keinerlei nicht systematisch angeschaut, ist eine gewisse Nüchternheit in Kampagnen und eine gewisse Selbstverständlichkeit in Kampagnen, eher so in skandinavischen Ländern oder auch in den Niederlanden, eine gewisse Selbstverständlichkeit, mit der Impfungen präsentiert werden. Also es wäre sozusagen die Norm und nicht etwas, was wir jetzt groß besprechen müssen. Diese Norm, diese soziale Norm ist auch teilweise im System eingebaut. Also man bekommt einen Brief für eine Kinderimpfung zugesandt und schon mit dem Termin drinnen. Und man muss sich abmelden davon, weil sonst kommt dann irgendwann jemand und fragt, warum sind Sie nicht gekommen? Ohne dass es nämlich Strafen geben würde, aber eine gewisse soziale Norm, eine gewisse Nüchternheit, mit der diese Norm eigentlich sozusagen kommuniziert wird. In den Niederlanden ist zum Beispiel die Covid-19-Impfkampagne später begonnen als in anderen Ländern und trotzdem waren die schnell auf einer ganz guten Impfrate. Ja, also diese Nüchternheit, die beobachte ich mit diesem Interesse aus einem Kontext hier, wo stark polarisiert natürlich, wenn starke Polarisierung beobachtet wird. Ich glaube, was mir schon noch einfällt, Entschuldigung, ist schon, dass es am Anfang eben so stark gesetzt wurde, so stark angenommen wurde, es wird so impfskeptisch. Wir werden so Probleme haben mit den Impfskeptikern und wird das überhaupt etwas? Also eigentlich kann man auch ein bisschen positiv denken. Man hat es ein Stück weit gebracht, es wurde alles ein bisschen spät begonnen. Man hat vielleicht auch ein bisschen schlecht kommuniziert, dass die Impfung also die Lösung sein würde für die Pandemie. Das hat sich alles so natürlich nicht bestätigt. Und vielleicht ein bisschen positiver denken könnte, was motiviert Menschen zu einer Impfung? Und da wissen wir aus der Umfragestudie zum Beispiel oder auch aus der Interviewstudie Solpan, Menschen möchten sich selbst schützen, aber auch andere. Das heißt, auf diese Werte hinzugehend und vielleicht aus diesen Werten hinaus auch noch andere Nudging-Instrumente sich zu überlegen, wäre auch noch eine Möglichkeit. Also diese positiv besetzten Dinge und weniger diese Skepsis andauernd zu betonen. Also ich glaube, da reproduzieren wir zum Teil vielleicht auch etwas mit der sozialwissenschaftlichen Forschung, wo wir eigentlich von weg möchten. Aber das ist mehr so eine Reflexion jetzt vielleicht auch über die Forschungsideen, glaube ich, die Frau Steinert und ich auch beide teilen irgendwie. Ja. Also was bewirkt unsere Forschung eigentlich? Ja, also betonen wir damit zu sehr die Skepsis. Wie können wir mehr die Bereitschaft und das Vertrauen stärken, als über die Skepsis zu sprechen?
Weil Sie es jetzt auch gerade angesprochen haben, dieses altruistische Motiv, wo man ja eigentlich bisher davon ausgegangen ist, dass das ja auch ein sehr bedeutendes Motiv ist, sich impfen zu lassen. Und auch, was in Österreich, finde ich, in der Impfkampagne sehr stark vertreten war, dieses Schau auf mich, schau auf dich und ähnliches. Insofern habe ich es jetzt sehr interessant gefunden, dass bei Ihrer Studie, Frau Steiner, eigentlich rausgekommen ist, zumindest eben für Deutschland, weil in den anderen Ländern haben Sie es ja nicht mehr abgefragt, dass das Altruismus-Motiv nicht sehr effektiv war. Haben Sie dafür Erklärungen? Ja, es hat uns tatsächlich auch verwundert. Wir hatten das dann nochmal auf Gender-Effekte aufgeschlüsselt und da interessanterweise, das hatten wir auch vermutet, hatte das Treatment bei Frauen einen deutlich stärkeren Effekt als bei Männern, während bei Männern das hedonistische Treatment am effektivsten war. Ja, wir hatten dann eben auch in den anderen Ländern sind dazu übergegangen, dieses Treatment rauszunehmen, weil wir bis dahin dann eben schon in manchen Ländern auch Zulassungen für Schwangere hatten und auch schon diskutiert wurde mehr und mehr und in den USA dann inzwischen auch schon Kinder geimpft wurden, ob eben auch in Europa Kinder auch geimpft werden sollen. Deswegen hat das dann mit eben diesem Schutz von vulnerablen Gruppen hier nicht mehr so viel Sinn ergeben. Aber warum es dann eben in Deutschland zu der ersten Phase doch das schwächste Treatment jetzt im Aggregat war, können wir uns auch nicht genau erklären. Vielleicht eben, weil, also es hatten auch andere Studien gefunden, die solche Kommunikationsstrategien testen, dass eher die, sagen wir mal, egoistisch motivierten Motive einfach stärker wirken als die altruistischen, wir haben alle eine gesellschaftliche Verantwortungsmotive. Dann, wir haben hier noch eine Frage im Chat, bisher die letzte, aber die ist, also wir haben eh schon gesprochen über die Ansätze, um die Impfbereitschaft zu erhöhen. Hier die Frage betrifft speziell die Impfbereitschaft der Frauen, ob es hier Möglichkeiten gäbe, genau diese Zielgruppe anzusprechen. Sie haben eben vorher eh schon beide gesagt, dass für die wirklich schwer zu erreichenden Gruppen ist man quasi eh schon mit dem Latein am Ende oder ist es schwierig, hier wirklich Strategien zu finden. Und fallen Ihnen aber speziell für Frauen Maßnahmen ein? Also wenn ich jetzt denke, zum Beispiel in Österreich gab es eine Kampagne, wo eine Gynäkologin in einem Werbespot gesprochen hat. Fallen Ihnen da vielleicht andere Möglichkeiten noch ein? Ja, wenn ich kurz was zu sagen darf, und ich glaube, das bezieht sich ein bisschen auf meinen Punkt vorher, dass man an verschiedenen Orten arbeiten muss. Also ich habe vorher über diese Gurgelbox gesprochen, aber auch über Apotheken, wo man Impfungen anbieten könnte oder zumindest informieren könnte. Und dann sollte es aber auch im Primärversorgungsbereich, im niedergelassenen Bereich einfach standardisierte Prozesse geben, wo man auf die Impfung hinweist, genauso wie wir das mit Kinderimpfungen auch tun sollten. Und das wird nicht immer so getan. Also dass beispielsweise, wenn eine schwangere Frau, gerade da gibt es ja auch ein großes Risiko wirklich, dass die standardisiert darauf hingewiesen sollte, hier ist die Impfung und man vielleicht eher voraussetzen sollte, dass sie die Impfung möchte, weil jede Frau, die schwanger ist, wage ich so zu behaupten, möchte sich schützen, möchte ihr Kind schützen. Und wenn sie aber glaubt, die Impfung ist schädlicher als die mögliche Erkrankung, dann kann man sie natürlich nicht gut begleiten, sozusagen in diesem Prozess, ohne sie gut zu informieren. Also hier muss einfach mehr Raum gemacht werden, dass Gynäkologen, aber vielleicht auch Zahnärzte ganz einfach daran fragen, wie der Impfstatus ist. Also da ganz standardisiert und nüchtern vielleicht auch damit umzugehen. Also ich kann Ihnen sagen, ich höre von Frauen die unterschiedlichsten Argumentationen oder Begegnungen, die sie gemacht haben im Gesundheitssystem, wenn sie in letzter Zeit Kinder bekommen haben oder eben in relevanten Situationen waren. Die unterschiedlichsten Informationen auch von der Ärzteschaft selber auch bekommen. Ja. Also auch da ist ein bisschen eine Bringschuld eigentlich, sehe ich auf der Seite der Ärzteschaft. Und schon sitzen zwei Kinder, die sehr laut jetzt im Hintergrund sind. Es passt thematisch, ja. Genau, ich würde auch, also eine wichtige Strategie ist wahrscheinlich tatsächlich in gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen Impfaufklärung zu leisten. Natürlich ganz vermehrt für schwangere Frauen, aber eben auch für alle Patientinnen, die irgendwie erscheinen. Und ein großes Problem, aber das uns auch bewusst wurde im Rahmen der qualitativen Analyse, ist, dass eben viele Ärztinnen und Ärzte tatsächlich von der Impfung abraten. Und das hat natürlich ganz furchtbare Folgen. Und da hatten wir jetzt vereinzelt Fälle gesehen, aber wenn man bedenkt, dass ein Arzt, eine Ärztin eben viele Patienten, Patientinnen sieht,
ist es natürlich fatal. Und auch da müsste irgendwie Standardisierung und letztendlich auch Sanktionierung stattfinden, weil eben tatsächlich viele unserer Befragten darauf verwiesen haben, mein Arzt, meine Ärztin hat mir geraten, lieber noch zu warten, weil es für mich zu unsicher ist. Und wenn natürlich von dieser Seite auch noch viel Information oder eben die Tendenz hin zu Impfskepsis geht, ist es ein großes Problem. Danke, das ist auch spannend dann im Zusammenhang mit dem Thema des Vertrauens in Autoritäten und in dem Fall in Beispiel Ärztinnen und Ärzte, dass man normalerweise ja vielleicht fördern möchte, aber in dem Fall dann das sogar negative Folgen haben kann, wenn medizinisches Personal von einer Impfung abrät. Also ja, auch ein heikles Thema. Im Chat sehe ich jetzt keine Frage mehr, wenn ich nichts übersehen habe. Ich hätte aber noch ein, würde gerne ein anderes Thema noch ansprechen, und zwar das Thema der Incentives. Sie haben es in Ihrem Vortrag auch angesprochen, Frau Paul, die Bedeutung von Incentives auch nämlich in Blick auf die Zukunft, weil wir dürfen ja nicht außer Acht lassen, dass es ja auch noch andere Impfungen gibt, außer der Covid-Impfung, die wir in Zukunft auch noch weiterhin gerne fördern wollen in der Bevölkerung. Wie sehen Sie da die Bedeutung von diesen Incentives, die jetzt in dieser Impfkampagne angewendet werden, für andere Impfungen? Wie ich die Bedeutung von Incentives für andere Impfungen? Ich fange anders an, meine Gedanken vielleicht auszuführen, die Gedanken auszuführen. Also ich glaube, den Punkt, den ich machen wollte, ist, Incentives bewirken kurzfristig etwas. Menschen lassen sich impfen, bestimmte Zielgruppen, sagen wir Jugendliche, sagen wir junge Erwachsene, aber weniger wahrscheinlich dann die hartnäckigen ImpfskeptikerInnen, die wirklich sich sehr fürchten davor. Aber langfristig müssen wir denken, was ist mit allen anderen Impfungen? Was ist mit der Masernimpfung? Was ist mit der Influenza-Impfung, mit diesen ganzen Grundimmunisierungen für Kinder, die mindestens ebenso wichtig sind für die Covid-19-Impfung, wenn nicht wichtiger, auch für die soziale, für die Equity, also für die aus soziale Perspektive sozusagen, aus Public Health-Perspektive sind sie fast wichtiger eigentlich. Also wenn sozusagen mit finanziellen Anreizen gearbeitet wird, dann ist für mich die Sorge einerseits, dass der Wert von Impfen zu sehr auf das Finanzielle reduziert wird, auf das Ökonomische reduziert wird, und andererseits auch, dass man damit eine Erwartung kreiert, dass auch andere Impfungen so ein Incentive sozusagen brauchen. Also dass man auch für eine Grippeimpfung dann gezahlt werden muss. Oder dass man auch für eine Masernimpfung bei einem Kind dann, ich weiß nicht, dann einen Gutschein bekommt oder bei einer Lotterie mitmacht oder wie auch immer. Und da sehe ich ein großes Risiko eigentlich. Also das finde ich ein bisschen zu kurzfristig gedacht. Und da dieses Risiko der Ökonomisierung von öffentlicher Gesundheit, da bleibe ich skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Genau, danke. Also Sie haben genau das angesprochen, worauf ich hinaus wollte mit meiner Frage, auch wenn sie vielleicht nicht ganz klargestellt war. Frau Steiner, haben Sie da vielleicht auch Erfahrungen aus Ihrer Studie zu Incentives und wie solche Incentives wirken könnten? Ja, wir haben ja versucht, ein bisschen in die Richtung zu gehen mit der Frage, die nochmal den Covid-19-Impfpass eben in den Vordergrund bringt. Und haben für UK und Deutschland feststellen können, dass es einen Effekt haben kann. Aber natürlich war das trotzdem noch damals eine hypothetische Situation oder hypothetisch formulierte Situation. Und es ging auch jetzt nicht um finanzielle Incentives. Deswegen haben wir da zu wenig Evidenz jetzt direkt, die ich hier zitieren könnte. Es gibt Studien dazu, also gerade in Deutschland gab es auch eine Studie, die sich die Rolle von Incentives angeschaut hat und hier eher nicht sehr große Erfolge gefunden hat, was die Impfbereitschaft betrifft. Danke, und vielleicht, also wir haben weiterhin, glaube ich, keine neue Frage. Was ich auch noch ganz gern ansprechen würde, ist das Thema der Spaltung der Gesellschaft, das jetzt immer wieder eingebracht wird als Gefahr heraus aus der Trennung in Geimpfte und Ungeimpfte, die Verwendung dieses grünen Passes und Ähnliches. Wie sehen Sie da die Gefahr? Vielleicht Frau Paul zuerst auch, weil es vielleicht auch gut in ihre Forschung passt, dass eben durch diese Incentives, die ich schaffe, die Leute zum Impfen zu bringen, ich diese Spaltung aber gleichzeitig vorantreibe.
Wie sehen Sie das? Ja, ich weiß nicht, ob das eine unbedingt mit dem anderen einhergehen muss oder einhergeht. Also man kann ja diese Instrumente auch unterschiedlich gestalten und unterschiedlich einbetten in andere Praktiken. Aber natürlich haben wir sozusagen jetzt im Sinne der Biopolitik, haben es ja gerade viel in gesundheitspolitischen Bereichen damit zu tun, dass soziale Kategorien ins Leben gerufen werden, also die Geimpften und die Ungeimpften. Das sehen wir auch in Impfpässen. Also dafür brauchen wir nicht den grünen Pass, um diese sozialen Kategorien beobachten zu können. Also das sehen wir in ganz anderen gesundheitspolitischen Bereichen auch. Also das ist an sich nichts Neues, aber trifft hier natürlich auf einen ohnehin schon sehr polarisierten Nährboden. Also das muss man sicher beobachten. Ja. Ich darf ganz trotz Live darauf hinweisen, dass mein Baby im Hintergrund ganz laut weint und ich einigermaßen abgelenkt bin. Es tut mir leid, das hier so sagen zu müssen. Das sind, glaube ich, Dinge, für die wir alle viel Verständnis haben, gerade jetzt seit der Pandemie noch vermehrt, glaube ich. Ich denke aber, wir sind eh schon, also außer Frau Steinert, wollen Sie vielleicht noch was hinzufügen zur Thematik der Spaltung? Ich glaube, nee, danke. Ich versuche gerade noch die Quelle zu finden für die Studie zu Incentives. Ich kann die gleich im Chat gerne teilen, wenn ich sie noch finde. Wunderbar, Dankeschön. Danke. Ja, ansonsten, wir haben jetzt im Chat sonst auch keine Fragen mehr. Dann denke ich, es war eher eine sehr, sehr angeregte und breite Diskussion auch, doch recht viele Themen noch ansprechen können, denke ich. Insofern möchte ich mich nochmal vielmals bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und uns heute ihre Ergebnisse präsentiert haben und Einsichten gegeben haben in ihre Forschung. Von meiner Seite wäre es das eigentlich. Ich bedanke mich auch bei allen Zuseherinnen und Zusehern, auch bei denen, die noch die Aufzeichnung anschauen werden. Und ich freue mich auf das nächste Webinar, das vermutlich bald stattfinden wird. Ich weiß nicht, ob es schon ein Thema gibt. Claudia, haben wir da schon was? Nein, okay. Gut, aber es ist die Pandemie ist a gift that keeps on giving, wenn es um Themen für Webinare geht, denke ich. Also es wird sicher das nächste bald kommen. Vielen Dank für Ihr Interesse und für Ihre Teilnahme. Dankeschön.